Gute Morgen. Heute machen wir ein Mini-Collage ganz aus Papaya. Im Aufhängen habe ich mir als erstes ein Palette vorbereitet, mit den Färben, die ich schaffen will. Wir brauchen verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ein Scheuer, Perset, Pinseln, Spachtel und so Papaya, was wir zerknüllen können. Das habe ich mir selber gemacht mit Weltpapaya. Und noch Bulle-Papaya aus Plastik. Ein Teller für die Färben zu mischen. Und verschiedene Papaya-Sorten aus alle Bücher, wie auch einfach Weißblätter. Weil ich die Blätter aber leider nicht zu kaufen kriegt, mit den Färben, die ich mir ausgewählt habe, manchmal so einfach selber. Indem ich mit Papaya holen und mit verschiedenen Techniken, ich wird Papaya malen, wie zum Beispiel hier, so ganz ein bisschen, dass aber nach dem Alt durchschenkt. Voilà. Nun weiß ich hier verschiedene Blätter, die ich schon viel gemalt habe. Das dritte habe ich einfach mit dem Pinsel gemalt, wie auch der zweite. Das dritte als mit einer Spachtel gemalt gehen. Und für die speziellen Effekte habe ich mit zerknüschelten Papaya Färf drauf gedrückt. Hier haben wir dann mit Bulle-Papaya geschafft. Und das nächste Blatt habe ich mit dem Pinsel drüber gemalt. Für ein bisschen mehr Uniform zu kriegen, habe ich hier das Spray geholt und drüber gesprayt. Den dritten Effekt habe ich ein Blatt geholt und am Weltpapaya dunkelgrün Streifen drauf gedrückt. Voilà, und dann aus den Papayern habe ich meine verschiedene Formen ausgeschnitten, die ihr jetzt am Bild seht. Den Hintergrund habe ich blau geholt und aus verschiedenen Blättern habe ich mal drei große Birche rausgeschnitten. Die lehne ich los, so wie ich das gerne habe. Schön nehme ich die Fuß, wo ich den Schwanz aus Zeitung gemacht habe. Und hier ein kleines Heck aus grünem Papaya, wo ich ein bisschen Blut drüber gemalt habe mit dem Pinsel. Aus Weltpapaya habe ich mir dann ein kleines Brick rausgeschnitten und auch hier ein kleines Blumen aus Zeitung oder aus einem malen Buch, wo ich ein bisschen Gel drüber gemalt habe, zusammengebastelt. Die lehne ich dann nur für drin. So Wolken aus dem Papaya rausgeschnitten, wo ich mein Bulle-Papaya geschafft habe. Und Häuser, die ich aus den verschiedenen Blätter rausgeschnitten habe. Heute seht ihr noch gut, woraus ich den Dach geschnitten habe. Das Blatt kann ich bestimmt noch erinnern. Die Fenster habe ich noch dabei gemalt. Dann ein kleines Loch. Aber natürlich nicht fehlen darf aus dem Muni. Du hast den Kopf rausgeschnitten aus dem Papaya, den der hier drüben sieht. Auch noch Brunhoher, kleinen Körper rausgeschnitten aus dem gemalten Papaya von vier drin. Und fertig aus dem Mini-Collage oder der Palette. Viel Spaß beim No-Basteln und No-Molen. Adi!